Vor 150 Jahren lauerten unsichtbare Gefahren im Verborgenen. Doch ein Mann, der Mitbegründer der Bakteriologie, machte sich auf, die Menschheit von diesem Übel zu befreien. Er enttarnte hochansteckende Bakterien, kämpfte gegen tödliche Erreger und gründete schließlich ein Institut, das später seinen Namen tragen sollte. Und das nur ein einziges, ein wichtiges Ziel hatte: die Menschen vor Krankheiten zu schützen. Sein Name? Robert Koch. Doch immer wenn er glaubte, eine Gefahr gebannt zu haben, tauchte ein neuer und noch mächtigerer Gegner auf. Viel zäher und hinterlistiger als sein Vorgänger. Er legte den Grundstein für ein Team aus Profis, das es mit den größten Krankheiten der Menschheit aufnehmen kann. Sie tragen durch ständige akribische Beobachtung und mit modernster Technik die nötigen Informationen zusammen, um herauszufinden, was Menschen überhaupt krank macht und was sie gesund hält. Sie erforschen Krankheit auf allen Ebenen. Ansteckende wie Covid-19 oder Masern, nicht ansteckende wie Diabetes oder Krebs und deren Risikofaktoren. Dabei verlassen sie sich auch auf ein ganzes Netzwerk von vielen weiteren Spezialisten in Deutschland und weltweit, die ebenso das Wohl der Menschen im Auge haben wie das RKI und das jeden Tag. Die Forschenden vom Robert-Koch-Institut haben so die Gesundheit der gesamten Bevölkerung, also Public Health, im Blick. Sie liefern die Daten für Taten, damit Gesundheitsprobleme bestenfalls gar nicht erst entstehen. Und schützen uns so mit ihrem geballten Wissen wie kein anderer vor gesundheitlichen Gefahren. Sie sind auch global unterwegs, helfen dabei, Krankheitsausbrüche zu erkennen und einzudämmen und schätzen das Risiko von neuen Krankheitserregern ein. Sie nutzen altbewährte, aber auch völlig neuartige Methoden und Technologien. Mithilfe von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und Computersimulationen lassen sich Gesundheitsrisiken noch schneller und präziser erkennen. Sie erforschen ihren Gegner genau, um bereit zu sein, bevor er seine volle Stärke entwickeln kann, und geben ihr Wissen weiter. Denn ob gestern, heute oder morgen, sie kämpfen für uns und unsere Gesundheit.